Wir haben schon angesprochen, der auch noch ein bisschen angeschlagen ist und deswegen, ja, die Minuten ein bisschen eher kontrolliert werden von ihm heute. Oh, oh! Beautiful! JJ wieder im, hat er wieder das Mismatch im 1-on-1. Ah, Baseline ist offen. Aber schaut hier zur Mitte. Und wieder nicht. Und dann liegt jetzt nicht das 1-gegen-1. Oh, starker Block. Oh, kurzer Trash-Talk. Also sie kämpfen hier, was das Zeug hält. Ja, Offensiv-Rebound Nummer 17. Während da 10 in die Hand genommen haben. Roland, der zum richtigen Zeitpunkt die Dreier einstreute. Wow, Block Purifoy. Hat blockt nochmal, dann blockt nochmal Purifoy, ja gut, aber... Ja, Purifoy überlegt sich da wieder was. Purifoy wieder das 1 gegen 1 suchen, zieht das Foul, hängt, das ist nicht ganz unwichtig, Gibault sein. Wieder muss der arme James Washington sich gegen ihn abmühen. Ja, da war viel Kontakt bei Purifoy, da kann er 20 Sekunden. Weiter Dreier, passt auch nicht, Reichel. Schöner Block, Purifoy. Block Purifoy, aufbauen schon mal ein bisschen beackert. 5 Sekunden auf der Angriffsuhr. Er geht hin. Und macht. Ausgleich. 50-50. Purifoy. Schöne Aktion. Fadeaway Jumper. Ja, und wenn Ciesi da auf. Wow, Block. Schön ja. Gespielt. Nächster Block. Nächster Block. Purifoy, ja. Purifoy mit seinem dritten Block gegen William. Ja, der Raster-Defenser fehlt mir die Hilfe und hilft dem Helfer. Das ist alles sehr. Das ist wieder Purifoy. So, dieser Mann versucht den Korb zu ziehen, kickt nach außen. Alles nicht sehr zielstrebig. Wilson muss jetzt. Clark verteidigt ihn mit viel Engagement, aber da kann sich Purifoy freimachen und überschreitet die 20. Schwierig, als dass man den nicht hätte machen können. Ja, den muss er machen. Schon geht es in die andere Richtung weiter. Ward. Purifoy blockt. Er hat natürlich seine Probleme. Fraser versucht es. Oh, stark! Das ist aber auch das ist schwierig zu entscheiden. Interior, Jorge Bilbao. Marcos Galán, taponazo de Purifoy. Taponazo de Purifoy. En transición, repelido por el hierro. Lanza era de dos. Svetinovic se lleva el rebote en la acción posterior. Stabil geblieben, Gegner abgeschüttelt.